Spidey ist nicht wirklich schlau, also schlag den Like-Button jetzt blau. Ach, da fehlt noch was? Er ist auch kein Superstar, also lass dein Abo da. Und willkommen zu einer neuen Fußball-Reaction. Ich schaue mir heute Tore an, die ganz knapp nicht gefallen sind. Also sozusagen, ich reagiere auf fast Tore. Gab's auch so noch nie hier. Danke auf jeden Fall für eure Vorschläge. Schreibt euren Vorschlag auch in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Ansonsten Abo auf Nacken. Leute, ich war extra mein Friseur, damit der Nacken richtig klatscht. Oh, und lasst ein Like da. Wir starten mit der Reaction. Let's go! Ronaldo läuft mal wieder übers Feld, wie man es kennt, zieht ab. Boah, das wäre ein klassisches Ronaldo-Tor gewesen. Ich weiß nicht, ob es was Ärgerlicheres gibt, als wenn der dann echt an die Latte geht. Puh, puh, puh. Aber Ronaldo hat genug Tore davon geschossen, also er wird es verkraften. Aber stell dir mal, von mir würde das passieren, Digga. Ich würde weinen. Ich würde auf dem Feld einfach weinen. Ja. Ronaldo kann es auch nicht fassen. Aber ein sehr schöner Versuch. Da. Oh, ist das Lucas Moura? Ein Lucas kann nur gut sein, Digga. Er läuft übers ganze Feld. What? Und dann? Oh mein Gott, wird einfach noch geklärt, Digga. Ey, das ist schon ein bisschen ehrenlos, so ein bisschen noch zu klären. Aber was willst du machen? Da kannst du ja nicht einfach reingehen lassen. Aber zieht euch diesen Lauf an. Und dann ist da einfach dieser Boy und macht noch so diese Tick. Und haut den Ball einfach weg. Shish, tut weh, ja? Der nächste, der übers Feld läuft, Digga. Ist das nicht Ben Arfa? Alter. Zack, 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 Digga. Ich kann gar nicht so viel zählen. Locker an 4 Leuten vorbeigegangen. Nur Ballrolle. Aber da kommt der eine Boy noch hinterher, Junge. Die Ballrolle war dann einfach einer zu viel. Oh nein, ich will gar nicht gucken. Ich weiß, was kommt. Das schönste Tor von Ronaldo. Wenn da nicht Nani gewesen wäre. Der meinte es nicht böse, der Nani. Bin mir sicher, aber Bruder, es war so unnötig. Niemand hätte mehr an den Ball rankommen können. So. Und ich glaube, der war auch schon im Tor. Aber bin mir nicht sicher. Ich würde auch komplett durchdrehen, Alter. Aber ich will auch niemals so ein Tor schießen. Junge, es ist einfach nur eine Ronaldo-Compilation. Kann das sein? Und Pfosten, Digga. Alles mit dabei. Latte, Pfosten, Nani köpft ihn rein. Oh, Junge, Ronaldo kann einfach sexy schießen, muss man sagen. Man muss akzeptieren, Leute. Und Props geben. Sieht so aus, als wäre es im gleichen Spiel gewesen. Ah, nee, die Haare sind anders. Okay. Ich habe ein Auge fürs Detail, Leute. Aber er betet schon, dass er nicht reingegangen ist. Wie episch, Alter. Oh, Junge. Was war das denn? Boah, was war das denn für ein Sprung, Alter? Hey, Junge, der hätte es auch richtig verdient gehabt, dass der reingeht. Oh, man. War der Latte? Show me. Boah, Junge, der wäre so Winkel gegangen. Kann man in Winkel springen. Hacke, Hacke, Hacke. Und nochmal rübergelegt. Und dann kommt einfach noch ein Verteidiger dazwischen, Alter. Zweimal Hackentrick. Und rübergelegt. Ah, nur der am Ende hat es irgendwie verkackt, Alter. Hier. Oh, yo, was war das denn? Benzema? Oh, Digga, mit Scorpion Kick. Ganz auflässig. Ah, oh, zulässig dann wieder, Leute. Oh. Hätte er den Rebounder da noch reingemacht, das wäre auch todesepisch gewesen. Aber allein der Scorpion Kick wäre Maschala gewesen. Sorry, Bruder. Klar, dass Rabona-Tor nicht reingeht, ey. Way, oh, way, oh. So schön, Leute. Guckt euch das einfach an. Er freut sich auch schon, weil er eigentlich denkt, so, ja, der muss, aber dann auf Latte. Hallo? Ah. Boah, der fliegt auch geil. Alter, komplett in die andere Richtung einfach. Pirlo jetzt einfach Trainer von Juve. Oh mein Gott. Ibra. Ey, das wäre eins der schönsten Tore von Ibra gewesen, glaube ich. Oh, der wäre so Winkel gegangen, Leute. Kann man in den Winkel springen, wie der Holzi sagt. Aber der wäre ja wirklich... Hä? Das ist doch das Tor von Thiago Silva. Hat der nicht gezählt, weil der Ball schon draußen war, oder was? War der schon draußen? Oh, wie ärgerlich. Das war doch letztes in der Reaction. Da haben die aber nicht gezeigt, dass der Ball einfach schon im Haus war. Oh mein Gott. Oh my goodness.
Pfosten. Ah, da muss ich los. Oh, sexy, durchgedribbelt, Alter, Junge. Er ist nicht vom Ball zu trennen, der Typ. Oh Mann, Gott, noch mit Panne, Alter. Als ob der geklärt wurde. Als ob der noch von der Linie gekratzt wurde. Guck mal, wie er da durchgeht. So schätze ich mich als Spielertyp auf jeden Fall ein, Kappa. So, boah. Und dann noch natürlich mit Panna da durchgehen. Piu! Und dann auch alles richtig gemacht. Aber da ist dann einfach noch so ein Verteidiger. Digga, der kommt ja nicht mehr dran, oder? Vielleicht mit der Haarspitze. Wieder Ronaldo. Ich glaube, man muss echt sagen, Ronaldo hatte die schönsten Fast-Tore in der Geschichte, ey. Immer Latte. Boah, Digga, Toasterqualität wieder. Alter, absolut keine Ahnung. War es wieder Ronaldo? Es war einfach wieder Ronaldo, wo ich nichts erkannt habe. Digga, Deko mit Schulter und dann Ronaldo Pfeilrückzieher. Ey, wie kann das nicht zählen? Das muss eigentlich zählen. War der hinter der Linie? Er war einfach hinter der Linie. Oh mein Gott, er war einfach drin. Er war einfach drin, aber er wurde nicht gegeben, scheinbar. Das darf doch nicht wahr sein. Da muss ich los. Jetzt haben wir noch Ronaldinho. Oui, 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 oui. Digga, der macht einfach Samba-Tanz, Junge. Einfach am Tanzen. Aber fürs Tor reicht's nicht. Reicht nur für ein kleines Tänzchen. Schade. Lasst ein Like da, das waren richtig schöne Fast-Tore. Schönere Fast-Tore als Tore von mir. Wir sehen uns in der nächsten Reaction. Schreibt, was ihr sehen wollt. Haut rein. Ciao.